Dieses Video ist speziell für die kleinen Frauen unter uns. Und zwar zeige ich euch wunderschöne Herbst- und Wintertrends, die den Kleinen von uns besonders gut stehen. Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Kleidung kombinieren und ich habe mir überlegt, dass ich dieses Video wieder den Kleinen von uns widme. Ich mache ja immer wieder mal Videos speziell für kleine Frauen und ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Sache, weil es ist nicht immer einfach, die passende Kleidung zu finden, wenn die Körpergröße unter 1,65 oder sogar unter 1,60 ist. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch nochmal wichtig hier an dieser Stelle zu sagen, gibt es immer wieder Modelabel, die spezielle Petite-Kollektionen rausbringen. Und das sind gar nicht mal so wenige. Also es werden wirklich immer mehr. Und wenn ihr zu solchen Petite-Kollektionen greift, dann habt ihr eine viel größere Bandbreite an Variationen, was ihr so anziehen könnt, weil selbst ein Oversize-Look ist dann auf die kleinere Körpergröße und die Proportion von kleinen Frauen angepasst. Und dann sieht das schon ganz anders aus, als wenn man jetzt so ganz normal durch die Stadt läuft und dann eben diese, auf Englisch würde man sagen, Mainstream-Sachen anprobiert. Also das, was so für die Durchschnittsfrau so geschneidert ist. Da liegt nämlich das Problem, weil die Kleidungsstücke sind dann einfach auch von den Längen her, von der Schulter her und von der Taille her, von den Proportionen her auf Frauen ausgerichtet, die deutlich größer sind. Und deswegen sieht das auch alles nichts aus, wenn man das dann als kleine Frau trägt. Dennoch weiß ich, dass einige von euch bummeln gehen und einfach mal durch die Stadt gehen und die wollen nicht immer eine Petite-Kollektion kaufen. Von daher war ich auch unterwegs und habe mal geguckt, was gibt es denn aktuell in den Läden, was auch kleine Frauen besonders gut tragen können. Und da gibt es in diesem Herbst und Winter wirklich einiges. Mir ist aufgefallen, dass es jetzt in diesem Herbst und Winter besonders viele kurze Pullover gibt, kurze Polunder gibt und auch kurze Cardigans, also Strickjacken. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die wirklich sehr hübsch gestaltet sind. Zum Teil haben die dann so goldene oder silberne Zierknöpfe. Ist auch so ein Merkmal, würde ich mal sagen, von diesem Herbst und Winter. Und gerade diese gekürzten Varianten, die stehen eben den kleinen Frauen besonders gut. Ich habe mir sowas auch mal angeguckt und angezogen und ihr seht ja, wie es bei mir aussieht. Und zwar ist es einfach so, dass auch bei diesem Modell die Taschen sehr weit oben angesetzt sind. Und wie ihr jetzt bei mir gut sehen könnt, ich muss dazu sagen, ich bin 1,73 groß, ist das von den Proportionen dieses Mal sehr, sehr ungünstig für mich, weil die Tasche sozusagen schon im Brustbereich beginnt, ja. Und das ist natürlich bei einer kleinen Frau nicht so. Und da würde ich mal sagen, wird eine solche Strickjacke oder ein solcher Pullover ideal passen. Hier seht ihr jetzt mal einen Look, der besonders vorteilhaft aussieht, gerade für diejenigen, die jetzt schlank sind. Und zwar trägt die Frau jetzt eine Strickjacke. Und die ist auch relativ kurz, ne? Und darunter eben ein leichtes Shirt. Das kann ein Longshirt sein, also mit langem Arm oder auch ein kurzes, je nachdem, was euch angenehmer ist und wie die Temperaturen sind. Und dann trägt sie eine Stoffhose da drauf. In diesem Fall ist es jetzt mal eine weiße Stoffhose. Die hat einen relativ hohen Bund, also geht relativ weit nach oben Richtung Taille und verlängert dadurch natürlich auch nochmal die Beine. Wenn ihr dann eben auch noch eine entsprechende Schuhfarbe tragt und vielleicht dann eher spitze Schuhe, also eher pointed toe, so würde man das so sagen im Fashion-Bereich, dann macht das eure Beine besonders lang als kleine Frau. Nehmt dann noch einen kleinen Absatz und fertig ist der Look. Bei dieser Kombi könnt ihr natürlich einen Kurzblazer wählen aus Strick zum Beispiel oder eben eine Strickjacke. Und wenn ihr euch für einen Kurzblazer entscheidet, dann empfehle ich euch, wenn ihr zierlich und schlank seid,
auch mal nach diesen typischen Bouclé-Stoffen zu schauen. Die sind ein bisschen dicker, die sehen sehr edel aus. Auch in den Chanel-Kollektionen werden die ja auch oftmals verarbeitet bei den Jacken. Und das sieht gerade bei euch zierlichen und schlanken Frauen wirklich toll aus. Und davon gibt es jetzt in diesem Herbst und Winter auch eine ganze Auswahl an Modellen. Ansonsten, wenn ihr eher etwas fülliger seid und ihr wollt durch den Stoff nicht nochmal zusätzliches Volumen in den Look reinbringen, dann wählt eine Jacke oder eine Strickjacke, eine gekürzte, die aus einem fließenden und feinen Strickmaterial gestaltet ist. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann habt ihr ja in meinem Herbsttrend-Video auch gehört, dass die Strickensemble so besonders in sind. Und das heißt, das sind ja Kombinationen aus verschiedenen Strickkleidungsstücken. Und dann nehmen wir jetzt mal als Basis das typische Strickkleid. Auch Strickkleider sind besonders gut geeignet für kleine Frauen. Und da werdet ihr auch einige Modelle in den herkömmlichen Läden finden, die auch ihr tragen könnt. Ich empfehle euch dazu Midi-Varianten. Also Midi heißt, dass dieses Strickkleid so leicht unterm Knie dann auch endet. Und da kann man nämlich ideal darauf dann kniehohe Stiefel tragen, die ja jetzt auch im Trend sind. Und die dadurch so richtig zum Vorschein bringen. Ich empfehle euch auch nochmal darauf zu achten, dass das Strickmaterial wirklich schön fällt und nicht kleben bleibt im oberen Bereich an eurer Kleidung. Das ist so irgendwo das A und O, ne, bei den Strickkleidern, dass die schön fallen und dadurch ihr auch eine schöne Silhouette habt. Und ich würde Ärmel wählen, die eher eine Dreiviertellänge haben, um eben die Handgelenke noch sichtbar zu machen und zu betonen. Wenn ihr besonders trendbewusst seid, dann greift doch auch eine Farbe auf, die jetzt in diesem Herbst und Winter besonders angesagt ist. Und das wäre Burgunder oder das wäre auch Bordeauxrot. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr selbstsicher seid und diese Farbe euch gut steht, auch einen Rotton wählen, der intensiver ist. Das sind auf jeden Fall Farben, die besonders angesagt sind und die könnt ihr dann auch als Kleid, als Strickkleid wählen. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema Ensemble. Darauf kann man natürlich auch eine Strickjacke tragen. Also einen Longcardigan würde ich darauf empfehlen. Allerdings sollte diese Strickjacke nicht zu lang sein bei euch kleinen Frauen, sondern sie sollte so eine mittlere Länge haben und dann eben dieses Strickkleid so umspielen. Das ist auch eine sehr schöne Kombination für etwas kräftigere Frauen. Achtet darauf, dass euer Kleid keine Linien hat oder irgendwie so farbmäßige Unterbrechungen, sondern ja, einfach aus einer Farbe eben besteht. Da können auch kleine Farbvariationen drin sein zwischen der Strickjacke und dem Kleid. Und wenn es so ist, dann streckt das eben auch nochmal optisch. Neben den Strickkleidern gibt es in dieser Saison auch wunderschöne Kostüme, solche Bouclé-Kostüme, also mit Jäckchen und mit Rock. Der Rock kann dann ruhig etwas kürzer sein. Also das heißt, der kann überm Knie enden. Wenn ihr schöne Beine habt, dann bringt die zur Geltung. Und ich finde, dass solche Kombinationen, solche Kostüme auch euch kleinen Frauen wieder besonders gut stehen, wenn sie eben auch vom Muster her so gestaltet sind, dass sie dann eher strecken und keine großen Blöcke darin zu sehen sind. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf das Thema Hosen speziell eingehen, gerade weil in diesem Jahr eben die etwas weiteren, luftigeren Hosen in sind, die Flared-Hosen zum Beispiel. Und das ist so eine Sache, ne? Also als kleine Frau, die jetzt ganz normal hier so im normalen Handel bummeln geht und kein Petit-Modell kauft, sollte man da genau hingucken. Wenn ihr eine solche Flared-Hose kauft, dann achtet drauf, dass die dennoch relativ schlank und schmal geschnitten ist, damit das wieder harmonisch ist zu euren Proportionen. Weil das, was einfach oftmals nicht gut aussieht, ist, wenn ihr eine sehr breit geschnittene Hose habt mit breiten Hosenbeinen. Und dann gibt's ja sogar solche Modelle jetzt aktuell im Handel. Da ist das Hosenbein noch gekürzt zusätzlich.
Und dann wirkt einfach euer Bein noch mal etwas breiter und auch etwas kürzer. Und damit wirkt ihr generell schon so ein bisschen aufgestummter, so will ich mal umgangssprachlich sagen. Ist also meiner Meinung nach nicht die beste Wahl, sowas zu nehmen, sondern ihr nehmt dann auch ein Modell, das zwar auch ein bisschen weiter geschnitten ist, wo das Hosenbein aber dann doch recht schlank verläuft, damit das eben auch zu eurer Silhouette dann auch gut passt. Genau das gleiche gilt für Bermuda-Shorts, weil die Bermuda-Shorts gibt es jetzt auch in verschiedenen Varianten für den Herbst und den Winter. Wenn ihr euch Bermuda-Shorts anschaut, dann achtet drauf, dass das Hosenbein nicht auch noch in einer A-Linie so nach unten geht und relativ weit, also so weit sich öffnet, weil auch das kann eben sehr aufgestummt wirken, bezogen auf eure Proportionen. Nehmt dann einfach ein geraderes Modell, ein schmaler geschnittenes Modell. Das sieht bei euch kleinen Frauen in der Regel deutlich besser aus. Und was ihr eben machen könnt, das habe ich vorhin schon erwähnt mit der Kombination mit der Strickjacke oder dem Strickblazer und der Hose, dass ihr eine Hose wählt, die relativ weit nach oben geht, die also optisch dann nochmal, ja, so euren Unterkörper verlängert. Es gilt natürlich auch nur für die kleinen Frauen, die ihre Beine auch optisch verlängern wollen. Wenn ihr von euren individuellen Proportionen her schon sehr, sehr lange Beine habt und einen sehr kurzen Oberkörper, dann achtet ihr natürlich nicht auf so einen Schnitt, sondern dann wählt einen Schnitt, der für euch dann wieder ein bisschen ausgleichend wirkt. Solche individuellen Aspekte bespreche ich mit meinen Kunden in der Stilberatung. Da geht es genau darum. Und deswegen kann man nicht immer sagen, du musst es genau so machen, verlängere deine Beine, nimm einen hohen Bund, sondern es kommt wirklich auf die individuellen Proportionen auch nochmal an. Dann kann man das so ein bisschen, ja, so optisch einstellen, dass es für die jeweilige Frau dann auch ideal ist. Es gibt noch ein Trendkleidungsstück, wo ich an eurer Stelle auch noch mal genau hinschauen würde. Und um da sicher zu gehen, wenn ihr dieses Trendkleidungsstück wirklich liebt, würde ich bei einem Petit-Label kaufen, also bei einem Label, das dieses Kleidungsstück extra für kleine Frauen schneidert. Und zwar meine ich den Oversize-Blazer. Bei den Petit-Labeln hat man auch beim Oversize-Blazer darauf geachtet, dass trotzdem noch die Schultern und so die Proportion einigermaßen stimmig ist, auch wenn das Modell weit geschnitten ist. Wenn ihr kleine Frauen in normalen Handel geht und schaut euch einen Oversize-Blazer an, dann ist der in der Regel viel zu groß und ihr geht unter darin. Und ein Effekt ist auch noch da, schaut euch immer die Ärmel an. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade bei denjenigen von euch, die auch eine, ja, größere Konfektionsgröße tragen, dass man, ja, zur Konfektionsgröße dann auch die Ärmel nochmal anpasst. Das heißt, wenn man eine Größe 44 kauft oder eine Größe 48 kauft, da hat man plötzlich irrsinnig lange Ärmel. Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum das so geschneidert wird, weil die Arme werden ja nicht länger, wenn man mehr Umfang hat. Aber okay, und das ist eben auch noch mal so eine Herausforderung. Schaut da drauf und bei den Oversize-Bläsern, wenn ihr sie liebt, guckt lieber bei einem Petit-Label, da werdet ihr eher fündig. Ansonsten würde ich an eurer Stelle dann eher zu einem taillenbetonten Modell greifen, das wieder recht kurz geschnitten ist und das eher so eine klassische Schnittführung hat. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wisst jetzt, worauf ihr als kleine Frau achten könnt, wenn ihr jetzt so durch die Läden stöbert und einfach mal nach ein paar Trendteilen sucht. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr schon fündig geworden seid und was so eure Lieblingsteile sind in diesem Herbst und Winter, wo ihr sagt, das steht uns kleinen Frauen besonders gut. Schreibt das gerne in die Kommentare und guckt auch gerne in die Videoinfo. Da habe ich euch noch einige Informationen, auch Links hinterlegt zum Thema Mode für kleine Frauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal und ich freue mich auf euch und bis dann. Tschüss!